Hallo, wir machen jetzt wieder einen ganz, ganz einfachen Low-Carb-Kuchen. Und zwar, ich werde wieder meine 18er Springform benutzen und der Ofen heizt auch schon mal vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Wir brauchen einmal trockene Zutaten wie blanchierte gemahlene Mandeln. Mengen und so, das steht ja unter dem Video in der Infobox. Warum habe ich das gerade so betont? So Infobox. dann brauchen wir sofort Gelatine bzw. Agar-Agar. Also ich nehme jetzt die Sachen, die ich noch da habe. Das ist zum Beispiel hier Agar-Agar und dann für das andere, was wir dann noch machen, nehme ich dann Pulvergelatine. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Dann brauchen wir einfach noch Erythrit bzw. Xylit, je nachdem, was ihr da habt. Das habe ich ja schon zu Puder gemahlen. Wie viel brauchen wir da? Ah ja, weil es ist ja auch unterschiedlich. Xylit süßt ja anders wie Erythrit, deswegen. Aber das steht alles dann unter dem Video in der Infobox. So, wo habe ich meinen Löffel? Hier. Das können wir dann schon mal grob miteinander vermischen. Jetzt brauchen wir einfach Eier. So, die schlagen wir jetzt richtig schön auf. So, ich wollte es hier jetzt auch noch mal sagen, und zwar, ich habe hier die Umrechnungstabelle verlinkt, und zwar, da steht, wenn man da jetzt drauf kommt, wenn sie es nicht bis jetzt wieder geändert hat, not found, also die Seite wurde nicht gefunden, dann müsst ihr einfach, unten steht dann auf die Startseite klicken, da einfach draufklicken, dann kommt ihr auf die Hauptseite. Und dann oben rechts steht Umrechnungstabelle und dann seid ihr wieder da, ja, wo man zu Anfang gleich hingekommen ist. Also die gibt es noch, nur aus welchem Grund auch immer wird es einem jetzt so angezeigt. Genau, also falls ihr da eine andere Form dann nehmt, könnt ihr da einfach ganz entspannt das für euch umrechnen und beziehungsweise fast umrechnen lassen. Ist ganz simpel. Und jetzt geben wir die trockenen Zutaten hier mit rein. Und dass ich nicht die ganze Luft wieder rausschlage, werde ich das jetzt mit dem Schneebesen einfach unterrühren. Einfach vorsichtig vermischen. Dann geht das Ganze ab in unsere Form und ab in den Ofen. So, wir haben einmal unseren Boden hier links, der war 20 Minuten im Ofen und jetzt nehmen wir einfach Apfelmark. Da könnt ihr natürlich auch was anderes nehmen. Ich habe da gesehen, da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Sachen. Mango mit irgendwas Mark und also in, natürlich in größeren Läden. Und ich habe mich jetzt halt fürs Klassische entschieden. Ich habe das nämlich eben jetzt auch schon mal probiert, wie süß das an sich ist. Und eigentlich ist das süß genug. Ich brauche doch noch mal ein Löffelchen. Was ich jetzt einfach noch dazu gebe, ist einfach ein bisschen Vanilleextrakt. Wie gesagt, ihr müsst es selbst abschmecken, aber das ist für mich ist das süß genug. Deswegen lasse ich das so und dann brauchen wir einfach noch sofort Gelatine. Das geben wir noch mit dazu. Und das verrühren wir. So, das geben wir jetzt auf den Boden. Ich will ja noch eine Sahneschicht oben drüber geben. Aber ich werde das jetzt erstmal in den Kühlschrank geben, dass das ein bisschen fester schon werden kann. Aber im Prinzip könnt ihr den natürlich auch so belassen.
So, und jetzt schlagen wir einfach noch etwas Sahne auf. Ich hoffe mal, die ist kalt genug jetzt. Ich hatte die nämlich jetzt ins Gefrierfach, dass sie sich natürlich auch aufschlagen lässt. Und das machen wir jetzt. So. Und dann verteilen wir das hier noch. Und wer mag, kann noch ein bisschen Zimt oben drauf geben. Und jetzt gebe ich es einfach noch mal in den Kühlschrank. Ja, und so sieht jetzt unser Kuchen aus, wenn er einige Zeit im Kühlschrank war. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt mal. Mega lecker. Hier unten fehlt ein kleines Stück. Ich glaube, ich würde im Nachhinein doch ein bisschen noch Zucker in die Apfelmasse dazugeben oder in die Sahnemasse. Jetzt so in der Verbindung könnte man es ein bisschen süßer machen. Das hängt aber wieder halt vom Geschmack ab, ob man es halt eher süß mag oder eher nicht so süß. Aber er ist super soft, super weich. Super lecker. Fehlt wirklich für mich doch im Nachhinein nur noch ein bisschen Süße, aber das ist ja kein Problem. Deswegen schreibe ich auch noch ein bisschen mehr Xylit bzw. Zucker mit ins Rezept. Und dann würde ich sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!